Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 9. April und am 9. April hat Geburtstag. Na, was ist das? Nee. Dann Tim schauen wir doch mal. Bensko hat Geburtstag. Tim Bensko, der so aussieht, meiner Meinung nach, also kennst du hier, wenn wie heißt du nochmal das Lied? Wenn Worte meine Sprache wären. Ja, also der sieht so aus, als man möchte ihm einen Keks geben, oder? Irgendwie. Nee, aber guck mal, mach mal das nächste. Sieht aus wie Matthias Schweighöfer, meiner Meinung nach. Pass mal auf. Zack, das sind die beiden. Hier. Ja. Wer ist wer? Ja, das ist wirklich, also, ja. Aber das ist schon Schweighöfer hier nach irgendeiner Therapie, oder? Das ist schon ein bisschen aufgequollen, oder? Schweighöfer und das ist Bensko hier. Ja. Also die beiden sind sicher wie vielleicht Arsch. Sind es ja Brüder. Vielleicht wurden sie bei der Geburt getrennt, wer weiß es. Ja, kann sein. Na? Ja, aber ich glaube, der Schweighöfer ist älter. Tim Bensko, 1985 geboren. Ja. Und was war noch am 9. April? Am 9. April 2005 heiratet in Großbritannien, was auch immer dieses Bild jetzt damit zu tun hat, Prinz Charles seine Camilla. Ach so, ehrlich? Ja. 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 Das war wann? Bitte? Wann war das? Das war am 9. April 2005. Die Camilla war ja, das? Ja, die Camilla, seine ewige Geliebte, wo dann die Königin dann plötzlich gesagt hat, ja komm, hol sie mit. Ich kann dir genau sagen, was das Bild damit zu tun hat. Die sind danach. Die haben in dem Ding geheiratet. Die sind danach in die Flitterwochen gefahren. In die Flitterwochen. Oder bestimmt dann irgendwie in Urlaub gefahren. Weil am 9. April 1967 ist die erste Boeing 737 zu ihrem Jungfernflug auch gestartet. Ah. Und das war 1967 die erste Boeing 737. Und da drin musst du dir jetzt Charles und Camilla vorstellen. Ja. Stehst du, wie sie jetzt da knutschen, nackig aufeinander liegen und sowas. Das kann man sich bei Charles und Camilla bildlich gut vorstellen. Also mit Diana hätte ich mir das lieber vorgestellt, ehrlich gesagt. Da hier, das ist so wie... Aber nicht während die da verheiratet waren. Weil aber die Diana war... Egal. Ja, ich weiß. Ich habe ja nicht gemeint. Ja, was war noch am 9. April? Am 9. April hatte noch jemand Geburtstag. Wer denn? Und zwar... Der liebe Clueso am 9. April 1980. Du hast überhaupt keine Ahnung. Er heißt Clueso. Clueso. Der Clueso. Ja, was hat er für Musik gemacht? Ja, er hat so berühmte Lieder gesungen wie Weit weg, sehr dabei, an und für sich und natürlich das legendäre von 2004 Stadtrandlichter. Ist ja logisch, ne? Clueso. Heißt der Clueso? Clueso. Clueso. Cello! Kennst du nicht? Wir spielten Cello. Udo Lindenberg. Und ich fand es sehr erregend. Richtig, das ist Clueso mit Udo zusammen. Ja. Das war der Clueso. Clueso, der Tim Bensko hat Geburtstag, der Prinz Charles hat geheiratet und die erste Boeing ist auf ihren Jungfernflug unterwegs gewesen. Und wenn ihr dem Hagenbeck mal schreiben wollt, dass er nichts kann, dass er nichts weiß, macht das da unten im Kommentar. Und wenn ihr schon einen Kommentar schreibt, dann like doch einfach diesen Beitrag. Am besten abonniert ihr direkt den ganzen Kanal. Ja. Mach das. Komm, mach mal. Genau. Und ich sag Cheerio mit Sophie, wir sehen uns morgen wieder. Tschüssikowski, macht's gut.